Herzlichen Dank, Herr Kollege Lambrunix. Die Rednerin ist Frau Kollegin Schardt-Sauer für die Fraktion der Freien Demokraten. Werter Herr Präsident, werte Kollegen! Ich möchte mich zunächst einmal bedanken beim Kollegen Kaufmann. Man kann ja viel Atem sparen, wenn eine Regierungsfraktion sozusagen fast eins zu eins die Erklärung der Opposition nimmt als Inhalt der Haushaltsrede. Ich dachte eigentlich, die Haushaltsrede wäre der eigene programmatische Anspruch. Wenn Sie dazu aber die Opposition brauchen, ist das eigentlich schon eine sehr gute Überleitung zu der inhaltlichen Ansage der FDP zu diesem Haushaltsentwurf. Dieser Nachtragshaushalt der Landesregierung zeichnet sich nämlich aus durch verpasste Chancen, aufgeblähte Apparate, fehlende Fantasie mit Kerndaten, die da heißen Mehrausgaben von insgesamt 485 Millionen €, 250 Millionen Flüchtlinge, 60 Millionen Tarifsteigerung, 40 Millionen Alterssparbuch und 135 Millionen Mehrausgaben in den Ministerien. Gegenfinanzierung, 50 Millionen weniger Zinsen, 435 Millionen aus Steuereinnahmen. Für uns Freie Demokraten gibt es einen Dreiklang in der Haushaltspolitik. Konsolidieren, investieren, vorsorgen. Doch was macht der Finanzminister? Konsolidieren? Nein, er sonnt sich. Wie im Haushaltsjahr 2018, 2019 vorgesehen 100 Millionen Schuldentilgung. Nur um der gewünschten Erklärung näher zu treten, Herr Kaufmann, das ist kein Kunststück angesichts von 107 Millionen € Sicherheitsabschlag. Wir haben nämlich 505 Millionen € Steuermehreinnahmen, aber nur 398 Millionen € sind eingestellt. Ich prognostiziere, Staatsminister Schäfer wird sich im Februar 2020 – wir kennen dieses Spiel ja schon so langsam – via Pressekonferenz feiern lassen, dass er mehr tilgt als vorgesehen. Und die CDU-Landtagsfraktion kann ihn wieder loben. Aber zurück zum Ernst der Situation. Hessen braucht angesichts der Entwicklung der Steuereinnahmen für die nächsten Jahre mehr Anstrengungen für Schuldenabbau, mehr Investitionen für Zukunftsthemen. Noch ist die Schlagzeile, werte Kollegen, weniger Steuermehreinnahmen. Es wird auch in den kommenden Jahren steigende Einnahmen geben. Hessen braucht aber in dieser Situation einen ambitionierten Tilgungsplan, nicht ein Hin- und Herschieben. Nur dann können wir, und das ist doch die Binsenweisheit der Politik, nur dann haben wir Gestaltungsspielräume für inhaltliche Programme. Gerade mit Blick auf die Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzungen in den letzten Wochen wäre ein Umdenken, die Signale sind da, dringend geboten. Und wer sieht, auch meine Fontäne haben Sie aufmerksam gelesen, Herr Kaufmann, dass aus der Fontäne sprudelnder Steuereinnahmen bald nur noch ein tropfender Wasserhahn wird, muss schnellstmöglich seine Ausgaben auf den Prüfstand stellen. Das gilt für den Staat, das gilt für Firmen, das gilt für jeden Haushalt. Nur dank hoher Steuereinnahmen konnten die vorgesehenen 485 Millionen € finanziert werden. Doch statt zu sparen, Ausgaben zu kontrollieren, verlegt man sich lieber darauf, den Bürgern in die Tasche zu greifen. Das steht nämlich letztlich hinter so einer schönen Position wie Einnahmen durch Bußgelder. Es bedeutet dann mehr an Geschwindigkeitsmessungen und Blitzern. Also wir blitzen uns solide sozusagen. Als Finanzquelle lehnen wir das ab. Solche Bußgelder sollten nur bei Vergehen an wirklichen Gefahrenstellen erhoben werden. Konsolidieren, Ausgabenkontrolle und Schwerpunktsetzung. Das wäre gefragt, wenn man vorsorgen will. Doch die Chance wird vertan. Was passiert? Im Gegenteil, der Apparat in den Ministerien wird weiter aufgebläht. Richtig ist, Stellen für zusätzliche Ausbildungsplätze für Lehramtsreferendare, Stellen bei der Polizei, Ingenieure und die zusätzlichen Ausbilder bei Polizei und Feuerwehr zu schaffen. Hier werden wichtige Themen vorangebracht. Das findet unsere Zustimmung.
Doch wo bleibt der Gedanke der Konsolidierung der Ausgabenkontrolle bei den weiteren zusätzlichen Stellen in den Ministerien? Nehmen wir einmal den Bereich der Ministerin für Digitalisierung und Entwicklung. Ja, das Zukunftsthema braucht, damit wir endlich einmal von diesem Ankündigungsmodus wegkommen, eine angemessene operative Infrastruktur. Nur, werte Kollegen, Neustrukturierung in den Ressorts, Konzentration und Bündelung bei der Ministerin, das wäre solides Handeln, hätte im Übrigen auch, das ist aber so schwierig mit der Kreativität, und es wäre im Übrigen auch ein klares inhaltliches Bekenntnis der Landesregierung zu diesem Ministerium. Doch was findet man im Entwurf des Finanzministers? 88 neue Stellen, 49 neue und 39 Umsetzungen. Waren mehr Umsetzungen nicht möglich oder mauern die Ministerien, tauschen nur aus, passen auf? Schönes Beispiel auch das Finanzministerium. 10 Stellen werden abgegeben, 25 neue geschaffen. In den Erläuterungen heißt es, Umsetzung von 3 Tarifstellen des höheren Dienstes, 7 Tarifstellen des gehobenen Dienstes an die Hessische Staatskanzlei, Ministerin Dick. 3 neue Tarifstellen des höheren Dienstes und 22 neue Tarifstellen des gehobenen Dienstes. 22 neue Stellen für IT-Projekte und Verfahren. Also, wir haben eigentlich gedacht, das ist alles jetzt im Digitalministerium. Bündelung, werte Kollegen, sieht anders aus. Und von daher die Aufforderung, Herr Finanzminister, gehen Sie mit gutem Beispiel voran. Seien auch Sie bescheiden, Herr Finanzminister. Bescheidenheit, werte Kollegen, scheint nicht die Richtschnur des Handelns der Landesregierung bei vielen Stellenanhebungen und der weiteren Stellenmehrung in diesem Haushalt zu sein. In allen Ministerien werden Stellen für, tolle Abkürzung, OZG, das ist kein Obst und kein Gewürz, nein, das ist das Onlinezugangsgesetz, rund 30 Stellen tauchen in diesem kleinen Nachtragshaushalt hier neu auf. Nur die Aufgaben dieses OZG waren seit August 2017 bekannt. Was ist denn hier passiert? Klammer auf, oder was ist nicht passiert? Und warum musste für das zweite Halbjahr 2019, dafür ist ja dieser Nachtrag, diese neuen Stellen geschaffen werden? Und, werte Kollegen, warum auf ministerieller Ebene? Warum nicht kommunal, dort, wo das OGC umgesetzt werden soll? Oder, was ist da, 10 zusätzliche Stellen in der Europaabteilung? Wir hatten schon im Doppelhaushalt 2018, 2019 5 neue Stellen. 2A16, 1A15, 1A14, 2 Stellenhebungen A14 auf A16. Sie wissen ja, ab A13 beginnt die Armut im höheren Dienst. Scheint alles über der Armutsgrenze zu sein, was hier an neuen Stellen und neuen Aufgaben ist. 3 weitere Stellen für den Aufbau der Staatsstelle, Offensive für den ländlichen Raum. Werte Kollegen, wir Freie Demokraten werden dies und weitere Stellenmehrungen, Anhebungen auf höhere Position detailliert hinterfragen. Davon findet man viel, von dieser Aufblähung. Aber Investitionen, Gestaltung lässt dieser Entwurf vermissen. Für die inhaltliche Arbeit, für Zukunftsthemen wenig bis gar nichts. Und dabei ist das doch der Nachtragshaushalt einer neu gewählten Regierung. Politische Zukunftsideen, klar, über die streiten wir uns. Doch haben Sie Ideen? Eine der wenigen Ausnahmen muss ich ja sagen, findet sich im Einzelplan des Umweltministeriums. Dort werden mit der Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung für die Ausweitung des Ökolandbaus Signale gesetzt. Klar, wir lehnen diese dirigistische Vorgabe der Anbaumethoden ab, aber es ist ja wenigstens einmal ein Signal. In den wichtigen Themenfeldern Bildung, Umsetzung Digitalpakt, Schule, frühkindliche Bildung, da fehlen diese klaren inhaltlichen Impulse, Umsetzungsmodelle, Ideen. Werte Kollegen, Ihr Entwurf, oder werter Herr Finanzminister, der Entwurf ist blutleer und fantasielos. Er ist eine verpasste Chance, den Hessen-Etat zukunftsfit zu machen. Gestatten Sie mir zum Abschluss einige Gedanken zu einer für uns, und jetzt sage ich mal kollektiv für uns Abgeordnete, wichtige Position. Es sind die Mehrausgaben für den Landtag als Folge einer demokratischen Wahl. Dieser Landtag
die ihn begleitende Verwaltung diese Mehrausgaben sind erstens Folge einer demokratischen Wahl. Ich denke, man sollte das nicht irgendwo so hin und her kommentieren. Aber vor allen Dingen, wo ich doch gerne appellieren möchte, oder wir aus Sicht der Freien Demokraten, der Landtag, die begleitende Verwaltung, die technische Infrastruktur, ja, dieser Raum, das ist das Herzstück der Demokratie. Und wir feiern heute Abend. Wir feiern heute Abend den 70. Geburtstag sozusagen des Nukleus, des Grundgesetzes. Und das Herz soll kräftig, soll lebendig schlagen. Dafür werben wir alle mit unterschiedlichen politisch-inhaltlichen Koordinaten. Aber, werte Kollegen, wir alle wissen, dazu braucht es auch eine Infrastruktur. Wir, das Parlament, und deshalb spreche ich nur in diese Richtung, vielleicht ab und zu da einer noch, selbstbewusst zu stehen. Wir sollten modern auftreten. Klar, kein Luxus. Auf Augenhöhe, weil das ist notwendig um unsere Rolle in der Gewaltenteilung. Wir sollen die hier kontrollieren. Und wir sollen diese aufgeblähten Apparate kontrollieren. Deshalb habe ich auch so ein Augenmerk auf diese Ministerien gerichtet. Wir müssen uns einmal fragen. Und da erwarte ich mir auch, ich stelle mich hin als Abgeordnete und erzähle das und erkläre das gerne jedem. Ja, nee, Herr Weiß, nicht, wenn da draußen was gewünscht wird. Manchmal muss man aufs Kreuz durchdrücken und sagen, das ist unsere Demokratie, die funktioniert so, das brauchen wir, das ist notwendig. Und dafür werden wir uns auch einsetzen. Im Plenarsaal. Verehrte Frau Kollegin, Sie müssten so langsam zum Ende kommen. Ja. Der Plenarsaal, das Herzstück der Demokratie. Dort sollten wir investieren. Lassen Sie uns lieber aufmerksamer diese ganzen Stellenblähungen anschauen. Bewegen wir uns da noch auf Augenhöhe langfristig gesehen? Wird hier mit gleichen Waffen gekämpft? Wenn wir es ernst meinen und das Herzstück lebendig, frech, innovativ halten wollen, dann ist jeder Euro für dieses Herzstück, für den Landtag, gut investiertes Geld, damit unser Grundgesetz nicht nur 70, sondern 700 Jahre alt wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Verehrte Frau Kollegin, ich war jetzt wegen der parlamentarischen Ausführung mit der Redezeit etwas großzügig. Ich bitte, das zu verzeihen, aber ich glaube, das ist durchaus in Ordnung. Und komme damit zum nächsten Redner. Das ist der Kollege Schalauske für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit dem Entwurf zum Nachtragshaushalt zum Doppelhaushalt 2018-19 stellt sich Hessen weder den Herausforderungen unserer Zeit noch werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Überhaupt ist die Existenz eines Nachtragshaushalts für dieses Jahr weniger großen Linien als üblichen und pragmatischen Erwägungen zu verdanken. Es gibt eine neue, alte Landesregierung. Es gibt einen Koalitionsvertrag. Von dem findet man noch nicht so viel in diesem Nachtragshaushalt. Und somit auch die Notwendigkeit, Ressorts neu zu sortieren und den Doppelhaushalt an die tatsächlichen Entwicklungen anzupassen. Mit Blick auf die guten Rahmenbedingungen, da kann man sagen, würde so eine Haushaltsaufstellung im Moment auch fast jedem Finanzminister Freude bereiten. Denn im Vergleich zu den Erwartungen bei der Aufstellung des Landeshaushalts sind die Steuereinnahmen nach der letzten Steuereinschätzung für dieses Jahr auch für dieses Jahr deutlich höher anzusetzen. Die Zinsen sind nach wie vor niedrig. Sie entlasten den Haushalt zusätzlich. Und nimmt man noch dazu, dass der Finanzminister in den letzten Jahren immer damit rechnen konnte, dass nicht alle Mittel, die veranschlagt worden sind, überhaupt auch ausgegeben werden, dann darf man wohl auch bei diesem Haushalt mit einem erheblichen Überschuss rechnen, sofern nichts Unerwartetes passiert. Wenn wir uns diese Rahmenbedingungen vergegenwärtigen, dann ist der zu erwartende Haushaltsüberschuss also eher auch die Folge dieser guten Rahmenbedingungen als der harten Arbeit der Landesregierung geschuldet. Aber mittelfristig könnte die Lage schon anders aussehen. Nach den aktuellen Daten der Steuerschätzung sieht es so aus, als könnten Risiken auf der Einnahmeseite auf uns zukommen.
Und spätestens dann wird es sich auch rächen, dass die Regierungen fast aller Couleur in Deutschland in den letzten Jahren Steuerdumping zugunsten der großen Unternehmen und auch der Superreichen betrieben haben, die am Ende dann auf die öffentlichen Haushalte durchschlagen. Für den hessischen Nachtragshaushalt lassen sich jetzt einige wenige Punkte festhalten. Die Landesregierung nimmt sich Maßnahmen vor, die erstens unausweichlich, zweitens bereits finanziert oder auch drittens kostenneutral sind. Das ist, wenn Sie mich fragen, wenig wegweisend. Vorschläge und Ideen aus dem Koalitionsvertrag, die sind Mangelware. Man merkt also dem Nachtragshaushalt an, die alte Regierung ist auch die neue. Sie hat wenig Ideen und noch weniger, diese umzusetzen. Aber Sie schaffen in einigen Bereichen, aber Herr Boddenberg, in einigen Bereichen schaffen Sie neue Stellen. Schaffen Sie mit diesem Landeshaushalt, mit diesem Nachtragshaushaltsentwurf neue Stellen. Und da will ich sagen, wir begrüßen das ausdrücklich. Da haben wir gar keine Differenz mit Ihnen. Das mag Sie ärgern. Aber wir begrüßen es, dass 250 Stellen für Lehramtsreferendare geschaffen werden. Allerdings schon auch erstaunlich, dass während halb Hessen seit Jahren über den gravierenden Lehrermangel diskutiert, Ihnen erst jetzt im Nachtrag einfällt, dass wir zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer brauchen. Das ist schon erstaunlich. Grundsätzlich gehen auch die 150 Anwärterstellen für die Grundsteuerreform in die richtige Richtung. Aber da stellen sich mindestens einmal drei Fragen. Wieso fällt Ihnen das eigentlich erst jetzt ein, dass eine Grundsteuerreform auf uns zukommt? Wird das überhaupt zu stemmen sein mit den Ausbildungskapazitäten, die wir hier in Hessen haben? Und reichen dann auch noch diese Stellen, um die Grundsteuerreform überhaupt zu bewältigen? Die Steuergewerkschaft zumindest bezweifelt das. Auch hier sind Sie mit Ihren Ansätzen nicht weit genug gegangen. Und jetzt kommen wir noch zu 130 befristeten Professorenstellen, die endlich entfristet werden sollen. Auch grundsätzlich positiv. Nebenbei bemerkt, im Prinzip kostet auch das kein zusätzliches Geld. Allerdings wäre es doch schön, wenn Sie neben der Entfristung von Professorenstellen dem gesamten Befristungswesen an den Hochschulen endlich einmal ein Ende setzen würden, insbesondere am anderen Ende der Einkommensskala. Hilfskräfte, wissenschaftliche Mitarbeiter und auch Tarifverträge wären in diesem Bereich wirklich einmal wünschenswert. Aber wenn Sie das nicht geschafft haben, für den Nachtragshaushalt zu organisieren, vielleicht klappt es ja dann mit dem Haushalt 2020. Da ist noch Luft nach oben, und den werden wir ja noch in diesem ja, anfangen zu beraten. Das vielleicht nur zu einigen Details des Nachtragshaushalts. Er liegt uns erst seit wenigen Tagen vor. Wir werden noch ein bisschen Zeit haben, wenn auch nicht allzu viel, ihn zu beraten und auch das eine oder andere noch notwendige Detail zu besprechen. Aber weil der Finanzminister, und auch das haben wir hier schon oft diskutiert, kaum eine Gelegenheit auslässt, die nach der eigenen Wahrnehmung so hart erarbeiteten Erfolge seiner Haushaltspolitik öffentlichkeitswirksam darzustellen, möchte ich doch noch ein paar grundsätzliche Anmerkungen zur Haushaltspolitik der Landesregierung machen. Tatsächlich, Sie haben gesagt, wir stehen in dieser Legislaturperiode vor enormen Herausforderungen. Da haben Sie recht. Das Problem, die vorangegangenen Regierungen haben es verschlafen, die Weichen zu stellen, um diese Herausforderungen anzugehen, nämlich die Weichen zu stellen für ein gerechteres, sozialeres und ökologisches Hessen. Sie haben es seit Jahren versäumt, notwendige Investitionen auf den Weg zu bringen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, zu wenig getan für Energie- und Verkehrswende, und Sie haben es versäumt, genügend Lehrerstellen zu schaffen oder auch wenigstens die Schulgebäude endlich auf einen notwendigen Stand zu bringen, der jetzige, der vielerorts nur Mindestanforderungen erfüllt. Gleichzeitig aber feiern Sie sich hier Monat um Monat, Jahr und Jahr dafür, dass Sie die Haushaltsjahre mit Überschüssen abschließen und Schulden tilgen können. Das hört sich ja schließlich gut an, Schuldenabbau. Allein aber, Sie müssen sich die Frage gefallen lassen, und zwar immer wieder, wer hat etwas davon, wenn sich der Finanzminister über eine Nettotilgung von 600 Millionen € an Schulden in den letzten Jahren freut, aber gleichzeitig die Zukunft hier in diesem Lande verspielt? Denn diese 600 Millionen € die fehlen. Sie fehlen nicht nur, weil Schulen einsturzgefährdet sind, Unterricht ausfällt, weil Menschen keine bezahlbare Wohnung finden oder der Verkehr immer mehr CO2 in die Atmosphäre bringt.
Sie fehlen nicht nur, weil die Schere zwischen Arm und Reich in Hessen immer weiter auseinanderklafft, sondern auch, weil Sie jetzt die entscheidenden Jahre für die Erreichung der Pariser Klimaziele leichtfertig verspielen. Nein, schwarze Null und Schuldenbremse und sinnloser Schuldenabbau, die sind nicht generationengerecht, sondern sie gefährden die Zukunft kommender Generationen. Und deswegen ist es auch völlig falsch, wenn der Finanzminister behauptet, der Nachtragshaushalt würde einen fairen Interessenausgleich in Sachen Klimaschutz beinhalten. Denn wenn Hessen in dieser Legislaturperiode nicht endlich damit beginnen würde, diese Herausforderungen ernst zu nehmen, wenn nicht erhebliche Schritte eingeleitet werden, um der Klimakatastrophe etwas entgegenzusetzen, dann würde uns auch der Hinweis der FDP-Fraktion, dass der Schuldenabbau in diesem Tempo 200 Jahre dauern würde, nicht mehr wirklich weiterhelfen, weil diese 200 Jahre werden wir sonst als Menschheit auf diesem Planeten womöglich gar nicht mehr haben. Das heißt, wenn Sie weiter so Schulden tilgen, dann haben wir am Ende nicht mehr die Zeit, und der Klimawandel wird das lösen. Das kann doch nicht der Weg sein, Herr Boddenberg. Also, die mittelfristige Finanzplanung zeigt, wohin bei Ihnen die Reise geht. Sie haben alle Maßnahmen im Koalitionsvertrag unter Finanzierungsvorbehalt gestellt. Blickt man jetzt auf den Nachtragshaushalt, bekommt man auch eine Idee, warum. Sie scheinen alle zur Disposition zu stellen. Und angesichts der letzten Steuerschätzung schwant einem da Böses, dass von all dem, was Sie aufgeschrieben haben, nur sehr wenig realisiert werden wird. Wir sind entfernt von der echten sozialen Wohnungsbauoffensive, weit entfernt von besseren Schulen, einer echten Energie- und Verkehrswende. Und wenn das Ganze so weitergeht und Sie weiterhin dem Fetisch der schwarzen Null und auch der Schuldenbremse huldigen, dann kommen wir in all diesen Punkten nicht weiter voran. In der mittelfristigen Finanzplanung, also vielleicht sollte man auch noch sagen, Sie stecken ja lieber noch zusätzliches Geld in die Versorgungsrücklage und damit an den Finanzmarkt, als es jetzt für notwendige und wichtige Ausgaben zu veranschlagen. In der mittelfristigen Finanzplanung haben Sie Globalpositionen insgesamt im Milliardenbereich für Ihren Handlungsspielraum. Das kann man vorsichtig nennen. Aber diese Beiträge sind viel zu klein, um einen wirklichen Spielraum auch bei einem möglichen Konjunktureinbruch überhaupt hinzubekommen. Und darauf ist ja hingewiesen worden, im Jahr 2009 da explodierte die Nettokreditaufnahme von unter 1 Milliarde auf 2,7 Milliarden. All Ihr schöner Schuldenabbau bringt in einer wirtschaftlichen Krise gar nichts. Innerhalb von weniger Zeit werden dann die Schulden wieder exponentiell ansteigen. Und jetzt verhindern Sie, dass wir die Spielräume, die wir haben, auch nutzen. Das ist keine generationengerechte Haushaltspolitik. Die schwarze Null, die verhindert also, dass wir die jetzigen Spielräume nutzen, dass das Geld, das da ist, ausgegeben wird, um sich den drängenden Zukunftsherausforderungen unseres Landes auch anzunehmen. Und deswegen will ich am Ende noch einmal darauf hinweisen, wenn Sie nun behaupten, es sei nicht genügend Geld da, um viele Vorschläge, die ich genannt habe, zu finanzieren, wir hätten in Hessen trotz der guten Haushaltslage nicht genug Geld in der Kasse, dann würde ich Ihnen auch, so wie Sie es gewohnt sind, auch gerne in den kommenden Haushaltsberatungen die Vorschläge machen, wie wir mit einer gerechteren Steuerpolitik für Unternehmen und Vermögenden die öffentlichen Einnahmen hier in unserem Land so verbessern können, damit wir auch hier in Hessen uns den drängenden Herausforderungen endlich annehmen. Herzlichen Dank, Herr Kollege Schalauske. Nächster Redner ist der Kollege Michael Reul für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe der Debatte bisher sehr aufmerksam zugehört, und es ist doch schon an der einen oder anderen Stelle erschreckend, wie mit einem Nachtragshaushalt umgegangen wird. Herr Kollege Weiß, von Ihnen kamen keine neuen Argumente. Ihre Vorwürfe laufen vollkommen ins Leere. Denn wenn Sie erwarten, dass wir im Nachtragshaushalt schon komplett die Koalitionsvereinbarung umsetzen, dann sind Sie natürlich an dieser Stelle auf dem Holzweg. Dafür ist der Haushalt 2020, mit dem wir uns nach der Sommerpause beschäftigen. Das wissen Sie auch. Aber Ihnen haben anscheinend die
die Ideen gefehlt, wie Sie diesen Nachtragshaushalt jetzt bewerten wollen. Deshalb haben Sie schon auf den Haushalt von 2020 rekurriert. Ist ja Ihnen doch an dieser Stelle dann auch nicht ganz gelungen in der Debatte. Sie haben kritisiert 486 Millionen €. Ich will Ihnen an dieser Stelle nur sagen, obwohl Sie es eigentlich wissen, insgesamt sind schon davon 250 Millionen € nach dem Landesausgleichsgesetz für die UMAs aufzuwenden. Wenn Sie diese in Relation stellen und auch die anderen Haushaltspositionen, dann wissen Sie schon genau, wo es herkommt. Und dann war das natürlich ein Thema, und da musste ich ein bisschen schmunzeln, Herr Weiß. Es hätte mich ja fast gewundert, wenn es nicht gekommen wäre. Aber wenn Sie die Verschuldung des Landes Hessen kritisieren, dann kann ich Ihnen nur sagen, und das haben wir in anderen Debatten auch schon ausgetauscht, wenden Sie doch einmal den Blick auf die Zeit, wo Sie regiert haben. In den 8 Jahren haben Sie 8 Milliarden € Verschuldung gehabt und 8 Milliarden € in den Länderfinanzausgleich eingezahlt. Aber jetzt, die letzten erfolgreichen Jahre, die letzten 20 erfolgreichen Jahre, wenn wir die vergleichen, dort hat das Land Hessen 20 Milliarden € Verschuldung gemacht, aber gleichzeitig, und lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen, 43 Milliarden € in den Länderfinanzausgleich eingezahlt, 23 Milliarden € mehr, als wir uns verschuldet haben. Wir haben es gerne bezahlt als Solidarbeitrag für die anderen Länder, die meistens SPD-regiert sind. Aber, Herr Kollege, an dieser Stelle muss man bei der Wahrheit bleiben. Ohne den Länderfinanzausgleich hätten wir 23 Milliarden € Überschuss. Im Gegensatz, wir unter Ihrer Regierungsverantwortung gab es keinen Überschuss. Da hat es sich die Waage gehalten. Und damit, denke ich mir, ist Ihr Argument an dieser Stelle schon demaskiert. Und lassen Sie mich einen Punkt auch noch erwähnen. Ich bin sehr gespannt, wenn die Haushaltsberatung für das Jahr 2020 beginnt. Denn, wie gesagt, bei Ihnen ist ja immer noch im Hintergrund die Forderung von insgesamt 4 Milliarden €, was Sie eigentlich alles vorhaben. Sie haben zwar dazu nie Anträge zu dem Haushalt gestellt, außer dass Sie angekündigt hatten, zum Doppelhaushalt dort 360 Millionen € aus der Rücklage zu nehmen. Wenn wir dies getan hätten, wie Sie es machen wollten, wäre jetzt die Rücklage leer, und wir hätten gar keine Reserven mehr. Das ist die Haushaltspolitik à la SPD. Die ist zum Scheitern verurteilt, und das haben Sie heute auch wieder vorgeführt. Und lassen Sie mich einen letzten Satz zu Ihnen sagen. Ich musste ja auch ein bisschen schmunzeln, wie Sie erzählt haben von der Speisekarte. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Sie die durchgelesen haben. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das natürlich auch eine interessante Lektüre gewesen ist, viel interessanter als ein trockener Haushaltsplan zum Nachtragshaushalt. Aber wie gesagt, Herr Kollege Weiß, Sie haben ja die Chance, in der zweiten und dritten Lesung ein paar Dinge dann wieder einzubringen und dort dann auch konstruktiv zu wirken. Das, was Sie bisher hier geäußert haben, das war nicht für den Nachtragshaushalt geeignet. Das ging am Thema vorbei. Aber wie gesagt, es war ja Ihre erste Rede in dieser Funktion. Von daher kann man auch Nachsicht üben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, man muss zur AfD nicht viel sagen an der Stelle, Herr Lambrou. Sie haben es gesagt, Sie haben die Seite gewechselt. Ich glaube, viele hier im Hause würden sich wünschen, dass Sie wieder die Seite wechseln. Und das wäre für uns alle gemeinsam und gut. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie munter geworden sind. Wir diskutieren heute in erster Lesung über den Nachtragshaushalt für das Jahr 2019. Das ist der zentrale Punkt. Dieser ist notwendig, um verschiedene Anpassungen, die in den Ministerien aufgrund der neuen Regierungsbildung stattfinden müssen, haushalterisch nachvollzogen und abgebildet werden müssen. Dabei bildet, und es wurde heute schon erwähnt, und ich möchte es auch erwähnen, weil es uns ein sehr wichtiger Punkt ist, der uns am Herzen liegt, die Digitalisierungsoffensive und die Kräfte, die im Rahmen der Digitalisierungsstrategie zu bündeln sind, eine sehr große Rolle, eine zentrale Rolle. Zusätzlich sind die Zahlen der aktuellen Steuerschätzung mit zu beachten. Der Finanzminister hat das dazu schon ausgeführt. Denn die Steuereinnahmen scheinen für Hessen noch stabil zu sein. Jedoch werden wir, auch wenn die Konjunktur eine schwächere Entwicklung nimmt, dann auch das gebremste Steuerwachstum in den nächsten Jahren, dies zu spüren zu bekommen. Und wir werden auch dann darauf angemessen reagieren müssen. Letztendlich ist es an unserer Verantwortung, dass wir weiterhin sorgsam wirtschaften und den Blick auch auf das finanziell Machbare gemeinsam legen.
Denn nur durch die solide Finanzpolitik in den letzten Jahren haben wir auch für schlechtere Zeiten vorgesorgt. Wir haben in guten Zeiten Maß gehalten und sind nicht jedem Ausgabewunsch gefolgt, auch wenn das sicherlich einfacher gewesen wäre und die ein oder andere Debatte uns erübrigt hätte. Aber gerade weil wir vernünftig und verantwortungsvoll mit den Finanzen der Bürgerinnen und Bürger, der Steuerzahler umgehen, deshalb sind wir handlungsfähig und haben wir auch die notwendigen Ressourcen für die kommenden Jahre, falls die Konjunktur sich etwas eintrüben sollte. Wir stellen mit dem Nachtragshaushalt heute die ersten wichtigen Weichen. Ich habe es erwähnt, wir arbeiten nicht den ganzen Koalitionsvertrag im Nachtragshaushalt ab, weil es war auch vereinbart, es soll ein schmaler Nachtragshaushalt sein für die notwendigsten Dinge, so wie wir das auch angekündigt haben. Und deshalb haben wir den Bereich der Digitalisierung in den Fokus gerückt, weil es ein inhaltlicher Schwerpunkt ist für unsere Wahlperiode und auch im Koalitionsvertrag so niedergelegt ist. Wir wollen insgesamt 1 Milliarde € aufwenden für die Digitalisierungsoffensive in der gesamten Legislaturperiode. Das ist sehr ambitioniert, aber wir stellen uns der Herausforderung und wir halten es für angemessen und auch für wichtig. Insgesamt wollen wir die Digitalisierungspolitik in Hessen stärker bündeln, die Strategie Digitales Hessen weiter umsetzen und auch kontinuierlich weiterentwickeln. Insgesamt werden wir in die digitale Infrastruktur investieren, so dass alle Bürgerinnen und Bürger der hessischen Wirtschaft sowie die Einrichtung des öffentlichen Lebens die Möglichkeit bekommen, an den Chancen der Digitalisierung in der Zukunft teilzuhaben. Erste Maßnahmen haben wir jetzt im Nachtragshaushalt schon niedergelegt. So zum Beispiel, das möchte ich erwähnen, für den Breitband- und Mobilfunkausbau haben wir insgesamt schon in einem ersten Schritt 30 Millionen € veranschlagt. Ein ganz wesentlicher Baustein dieser Digitalisierungsoffensive ist natürlich die Berufung der Ministerin für digitale Strategie und Entwicklung, Frau Prof. Dr. Sidney Memus, ist ganz herzlich willkommen in unserer Runde hier. Sie machen einen guten Job, auch in einer so wichtigen thematischen Herausforderung. Und das ist nicht einfach, an dieser Stelle die Dinge zu bündeln, wie es notwendig ist. Und wir haben ja darüber gesprochen, 88 Kräfte werden dort zusammengezogen und müssen auch dann koordiniert werden, damit auch dies dann weiter vorangehen kann. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall sehr viel Glück, Erfolg in dieser Frage, für uns zentral, für ganz Hessen. Insgesamt, und das haben Sie ja im Nachtragshaushalt nachlesen können, ist es uns wichtig, gerade im Bereich der Personen viel zu tun und dort auch die richtigen Wege zu beschreiten. Wir setzen zusätzlich Schwerpunkte in den Bereichen Innen-, Finanzen, Kultus, aber auch Wissenschaft und auch Wirtschaft. Für die zukünftigen Belastungen, und das ist ein Thema, das uns auch weiterhin beschäftigen wird, für die Mehraufwände durch die Grundsteuerreform, sorgen wir mit insgesamt 150 neuen Anwärterstellen schon vor. Schon im ursprünglichen Doppelhaushalt für 2018 und 2019 war eine Rekordzahl an Anwärterinnen und Anwärtern vorgesehen. Diese Zahl erhöhen wir noch einmal. Das ist ein Musterbeispiel für vorausschauende Personalpolitik, durch die das Land Hessen insgesamt in der Zukunft profitieren wird. Ich bin in diesem Zusammenhang unserem Finanzminister sehr dankbar, dass er sich auf der Bundesebene unermüdlich für eine Lösung einsetzt, die die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern und wie den Kommunen Rechnung trägt, damit es einfach, nachvollziehbar und transparent geregelt werden kann. Im Bereich des Kultus werden wir insgesamt 250 neue Lehramtsreferendarstellen schaffen. Auch dies ist wichtig, um dort darauf zu reagieren, und nicht erst im Haushalt, sondern jetzt schon im Nachtrag, damit auch dann zum nächsten Einstellungstermin gehandelt werden kann und wir diese Stellen auch dann nachziehen können. Für die Polizei und die Feuerwehr, da werden wir neue Ausbilderstellen bei der Hochschule für Polizei und der Landesfeuerwehrschule dort ausweisen, damit auch dort dieser Bereich gestärkt werden kann. Diese Menschen nehmen insgesamt wichtige Aufgaben für die ganze Gesellschaft wahr. Mit diesen neuen Stellen setzen wir das Signal, dass uns diese Arbeit wichtig ist und wir uns auch weiterhin für eine starke Polizei und eine starke Feuerwehr gemeinsam einsetzen. Lieber Herr Kollege, ich muss Sie auf die Redezeit hinweisen. Ja, ich versuche zum Schluss zu kommen. Ich könnte noch mindestens eine halbe Stunde zu diesem sehr guten Nachtragshaushalt reden. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren,
Sie können ja im Nachtragshaushalt die Dinge nachlesen, die wir dort gut hinterlegt haben. Ich möchte zum Schluss eine klare Botschaft senden der Koalition. Wir bleiben auf Kurs, wir tilgen weiterhin Altschulden, stärken die Konjunkturausgleichsrücklage und zeigen schon jetzt erste politische Prioritäten. Wir freuen uns auf die Diskussion. Herzlichen Dank. Ja, ein herzliches Dankeschön an Sie, lieber Herr Abg. Reul. Damit sind wir am Ende der ersten Lesung und verweisen, wenn ich das richtig sehe, den Gesetzentwurf an den Haushaltsausschuss. Das ist so, dann machen wir das auch so.